Wenn ihr schalten wollt, benutzt eure Kupplung. Seid nicht so dumm wie ich. Digga, gib halt einen Blinker. Weil da ist einfach die Polizei gekommen mit dem Kran und weg war er. Yo, GTR. Und damit guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr seht, das Wetter ist wirklich sehr komisch für diese Zeit in Deutschland. Also, es regnet nicht. Und es soll laut Wetterbericht auch eine Woche schön bleiben. Ich weiß auch nicht, womit wir das verdient haben, dass wir eine ganze Woche schönes Wetter genießen dürfen. Aber wer auch immer so viel Karma gesammelt hat, ich bedanke mich bei dir. Geküsst seien deine Augen, dass wir dank dir mitten im Hochsommer eine Woche ohne Regen haben dürfen. So, YouTube, kommen wir mal zum Thema des Videos. Das ist mein 50. Video, wenn ich richtig gezählt habe. Wobei eigentlich das 51., weil ich mein Intro als Datei hochgeladen habe. Also so gesehen ist es das 51. Für mich ist es aber das 50. Oder besser gesagt das 49., weil das erste war ja das aus dem Villa, wo ich eigentlich mehr die GoPro getestet habe. Ja, sagen wir, das ist das 50. Und zur Feier des 50. Videos machen wir das, was wir jedes Video machen. Nämlich einfach durch die Stadt fahren und nichts tun. Aber jetzt ein bisschen ernst. Danke an alle, die mich abonniert haben. Ich habe keine Ahnung, woher 40 Leute kommen. Oder 41 sind es jetzt, glaube ich, sogar. Danke auch an alle, die meine Videos schauen. Keine Ahnung, welche 20 Leute sich alle zwei Tage, beziehungsweise drei Tage, 5 Minuten mich gönnen. Aber geküsst seien eure Augen. Und ja, kann ich noch sagen, das war's eigentlich. Zurück zum Video. Warum schaut er mich so an? Hä, ist nicht eigentlich immer auf der anderen Seite Stau? Warum stehen die jetzt hier auf einmal an? Kennt ihr das, wenn ihr so fahrt und es ist einfach Stau? Und dann fahrt ihr weiter und es ist kein Stau mehr. Und ihr denkt euch nur so, Bro, was ist eigentlich falsch mit den Leuten, Mann? Ich habe gestern übrigens was ganz Tolles gelernt. Oh nein, es ist kein Wheelie. Aber ich habe gelernt, ohne Kupplung zu schalten. Nachdem ich dann gefühlt 20 Foren durchgelesen habe und keiner sich einig ist, wie schädlich das fürs Getriebe ist oder nicht, habe ich mich entschieden, vielleicht benutze ich es ab und zu mal. Und ich glaube, man soll es auch nicht vom ersten in den zweiten Gang machen, weil das endet nicht so gut. So, jetzt kommt ein How-to-Schalten ohne Kupplung. Kurz einmal Gas geben, vom Gas runtergehen und dann kann man hoch und runter schalten. Wie ihr seht, ich mache es noch nicht gut. Deswegen glaube ich, ist es nicht so gut fürs Getriebe gerade gewesen. Aber es juckt mich nicht, weil so ein Getriebe kostet halt nur 200 Euro. Kann man sich schon mal gönnen. Ich weiß noch nicht genau, warum das funktioniert. Ich weiß nur, es hat irgendwas mit dem sequentiellen Getriebe zu tun, was so ein Motorrad halt hat. Und irgendwelche Zahnräder und keine Ahnung, Mann. Ich weiß schon, es geht. Und ich weiß auch, es geht nur bei sequentiellen Getrieben. Beziehungsweise beim Auto geht's auch. Da könnt ihr auch ohne Kupplung schalten. Das könnt ihr halt nur ein paar Mal machen. Aber ihr könnt's. Ich glaube, ich muss halt nach dem Schalten direkt weiter Gas geben. Dann ruckelt's nicht so sehr. Können wir gleich mal probieren. Ja, es geht, es wird. Es wird. Das Runterschalten ohne Kupplung, da bin ich jetzt noch nicht so der große Fan davon, weil das fühlt sich richtig falsch an. Vor allem, weil bei mir unten dieses Raster mit dem Schalthebel und so ist ja nur noch mit einer Schraube verbunden. Da habe ich schon ein bisschen Angst, dass ich einfach mal den Schaltknüppel komplett nach unten durchtreten werde und er hinter mir hergezogen wird. Deswegen beim Runterschalten lieber mit Kupplung. Sollte ich vielleicht noch anmerken, dass man bitte nicht schalten soll, ohne die Kupplung zu ziehen, bevor irgendjemand irgendwas kaputt macht. Ich glaube, das ist safer. Bitte, wenn ihr schalten wollt, benutzt eure Kupplung. Seid nicht so dumm wie ich. Aber bis jetzt Rennfahrerkarriere? Da sehe ich mich drinne, Digga. Burnouts kann ich auch schon machen. Natürlich habe ich das nur auf einer abgesperrten Teststrecke gemacht und nicht im öffentlichen Straßenverkehr, weil so etwas macht man nicht. Und auf dieser abgesperrten Teststrecke habe ich, glaube ich, auch nur ein, zwei Umdrehungen mit dem Rad gemacht und dann aufgehört, weil das ist mir aktuell noch zu schade, das Rad komplett zu zerstören. Und ich will auch gar nicht so viel versprechen, aber es ist doch möglich, dass kurz vor dem Reifenwechsel der Reifen nochmal komplett verabschiedet wird. Aber bis dahin dauert das noch, weil ich glaube, Profil ist richtig gut auf dem Hinterreifen noch. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr, sehr schonend mit diesem Bike umgehe. Schalten ohne Kupplung! Jo, ein alter Ferrari, den habe ich erst jetzt bemerkt. Mich hat gar nicht gecheckt, Digga. Aber Ferraris interessieren mich irgendwie echt nicht, Mann. Ich weiß nicht, aber ich finde dieses Auto nicht ansprechend. Ich will damit jetzt nicht sagen, falls jemand zu mir kommt und sagt, willst du einen Ferrari haben, werde ich ihn nicht ablehnen. Also nicht, dass ich einen Traum von irgendjemandem jetzt kaputt gemacht habe. Wenn ihr mir einen Ferrari schenken wollt, macht es.
Den nehme ich gerne an. Ich meine damit jetzt nur, in dieser Preiskategorie gibt es meiner Meinung nach Autos, die sehr, sehr, sehr viel schöner aussehen und die mich einfach viel mehr ansprechen würden. Was habe ich denn? Meine Hosen sind voll schmutzig. Woher? Sind es die Fliegen, die die ganze Zeit an mir sterben? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Digga, gib halt einen Blinker, du... Zieht sie einfach rüber. Wow. Maschallah. Mensch, was war denn da jetzt gerade los? Ich bin in keine Ahnung welchem Gang angefahren. Hier steht immer ein Ferrari. Ah nein, das ist der neue, der mal da vorne letztens stand. Der ist zum Beispiel geil jetzt. Das ist zum Beispiel jetzt ein heftig geiler Ferrari. Aber ich habe eigentlich von einem anderen Ferrari gesprochen. Ich glaube, der gehört wahrscheinlich irgendjemandem hier. Und der stand dort auf den Motorradparkplätzen. Das sollte man nicht tun, egal was man fährt. Weil da ist einfach die Polizei gekommen, mit dem Kran und weg war er. Was macht der? Der blockiert jetzt auch einfach 30 Spuren aus Prinzip, ne? Was macht der? Da fährt einfach kein Mensch vor. Der, ihr könnt alle kein Auto fahren, Mann. Der eine biegt einfach von der Geradeausabbiegerspur dorthin ab, Mann. Warum bremsen die jetzt da vorne? Ich werde es nie verstehen, Mann. Maschallah. Yo, GTR. Die sind auch heftig selten geworden, Mann. Obwohl es bildschöne Autos sind, Mann. Aber ich weiß gerade nicht, haben die irgendwie Probleme gemacht oder sowas? Dass sie deswegen nicht mehr gefahren werden? Junge, die Auspuffrohre waren gefühlt zu groß, da passt ja mein ganzer Kopf rein. Das ist mir noch nie aufgefallen bei Mustang GT, dass der echt so riesige Auspuffrohre hat. Ach man, ich wollte mir eigentlich jetzt was kaufen. Ich habe einfach keinen Rucksack dabei. Einen Döner könnte ich mir eigentlich holen. Ah, ich habe keine Maske. Ah, man hat Zickzack. Diese scheiß Maskenpflicht, Mann. Also nicht, dass sie schlecht ist und sowas. Ist gut. Jungs, reißt euch ein bisschen. Was macht denn der da, Digga? Konnte ja die unendliche Power seines Bikes nicht zurückhalten. Deswegen ist es so ein bisschen nach vorne gegangen, oder was? What the fuck? So, bei den Masken war ich hängen geblieben, gell? Tragt eure Masken. Und seid nicht solche wie die in Berlin dort, Mann. Aber ja, YouTube, das war so mein Rat des Tages einfach. 50. Video, nichts Besonderes geworden. Einfach wie jedes andere Video auch. Nochmal danke an alle, die zuschauen, an alle, die abonnieren, an alle, die liken, an alle, die sich das Video auch ganz gönnen. Weil, Bruder, alles für den Algorithmus, würde ich sagen. Bleibt mir gesund, genießt das schöne Wetter, was echt noch eine Woche andauern soll. Also, wenn es eine Woche anhält, dann fresse ich einen Besen, ne? Bleibt mir gesund, tragt eure Masken, baut keinen Scheiß. Wir sehen uns. Yalla!